zusammen. Hi everyone. Ich habe hier ein Salat-Tipp und das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Yeah, I got a colander and I work with them in this video and I hope I make a nice picture. Also ich arbeite jetzt mal mit diesem Sieb und wir schauen, dass wir ein schönes Bild draus machen. Keilrahmen ist 30 auf 24 cm. The canvas are 30 to 24 cm und ich habe Farben Titanium Weiß von Sene, Acryl, das ist eigentlich von Bösner. Weiß brauche ich immer viel, da kaufe ich auch kein so teures. Ja, yeah, das ist ein German Produkt, Bösner, Sene Acryl und Titanium White. Dann wollte ich mal ausprobieren, ist auch etwas eine günstigere Farbe, und zwar Solo Goya oder Gocha. Triton Acryl und zwar mein geliebtes Karminrot. Er hat jetzt Solo Gocha Triton Acrylic and it's Charmin Red. Dann von Amsterdam habe ich Primary Cyan und nochmal von Amsterdam dieses Sky Blue Light, also himmelblau hell. Okay, habe ich hier schon vorgemischt. Was ich jetzt noch machen werde, what I do next is silicone. I think I'm making cyan and in the sky blue. I think that's enough, das ist okay. Also ich mache jetzt nun dieses Cyanblau Silikon rein und in dieses Himmelblau, nicht in Rot und nicht in Weiß. Ich mache jetzt auch kein Dirty Pouring draus, ich mische das jetzt nicht mal, sondern ich mache das in einzelne Farben nacheinander rein. Yeah, don't mix the paint as Dirty Pouring, then I let the flow the paint solo. I hope that's right. Also ich hoffe, das war jetzt richtig. Okay. Ich fange jetzt mal in der linken Ecke an. I started in the left side. Started with white. Ja, ich habe hier noch solche, ich hoffe, ihr könnt sehen, solche Erhöhungen. Dann liegt das nicht ganz auf dem Boden. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. I hope that works. Okay. Yeah, the paint is coming. Also die Farbe kommt. I must look. Und ich lasse es jetzt kurz mal so stehen. I let it stay for 1 second. And then I lift it up. Und dann werde ich es anheben und auf einen anderen Platz setzen. Ja, ich denke mal hier auf die rechte Seite. And I do this to the right side. Okay. Gut. Okay, das nächste. The next one.
Okay, ich denke mal, das ist auch genug. It's enough. Ja, da kam's. Also es kommt raus. Fast zu viel Farbe noch drin. Er liftet ab, aber ich hebe es trotzdem mal an. And I do this on this side. I think it's the last. Also hier mache ich das letzte Mal. Okay. Gut. Okay. Diese Internetverbindung ist im Moment nicht stark genug. Yeah. Not bad. Also nicht schlecht. Jetzt werde ich noch eins machen. Ich nehme noch einen kleinen Becher. I take a small cup. Then I mixed the rest of the paint. Also ich mische mir jetzt die restliche Farbe. What we look. Wir schauen mal, wenn ich es ein bisschen laufen lasse. We look when I let flow. Okay. Puh. Nice. Also ich mache jetzt so ein bisschen die Ecken voll, I make the edges full, corner, and I do it one more time, jetzt machen wir nochmal einen Becher an. Ein bisschen mehr Rot. Okay, das ist fast zu viel schon. Okay, nice. Also ich lasse das jetzt auch so, that's okay so. I like it. Yeah, a little paint here, yeah.
Okay. Alles voll. Denk mal, ist okay. Ich gehe jetzt kurz noch mit dem Heißluftföhn drüber. I take a little with the heat gun for the air bubbles, also für die Luftblasen. So, das ist doch gar nicht schlecht, oder? I like it. Gut. Also, ich lasse jetzt mal nochmal 10 Minuten einwirken, dann zeige ich es euch von nahem. Yeah, let it work for 10 minutes and then you can show it from near. I give you a close up. Okay, see you, bis gleich. So, ich bin zurück. I'm back. Jetzt könnt ihr es mal von nahem sehen. Yeah, you can show it from near. Very nice. Ich finde es richtig gut geworden. Gut, man kann da noch mehr draus machen, aber mir gefällt es richtig gut. Vor allem die Mitte hier, hier in der Mitte. I like it. Okay, nice. Also gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal wieder was anderes. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Yeah, I hope you like it. I enjoyed you. And then see you next time. Also, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye. Tschüss.